Moment mal. Irgendwas. Oh Gott. Der schreit ja nicht so. Oh nein, 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 das hört ja gar nicht auf. Hallo? Warte, Schinken, bist du das etwa? Schinken? Nicht Schinken, oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Schinken, weinst du hier oben? Hast du dir den Fuß verletzt? Nee, du guckst nur dich selbst an. Auf dem neuen Easy- und Schinkenkissen. Das machst du hier oben also. Schinken, woher kommt das? Irgendjemand? Irgendjemand ist hier richtig laut. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal gucken gehen. Hallo? Woher kommt denn dieses Geschrei? Kommt das von hier draußen? Warte mal, da drüben ist Lia. Lia? Lia, hörst du das? Irgendjemand? Oh Mann, ey. Ach, was ist denn hier los? Ist das etwa Schinken? Nein, das ist nicht Schinken. Ich weiß nicht, wer hier so schreit. Das ist super nervig. Es klingt wie ein Baby. Ich weiß aber nicht, woher kommt das Geschrei denn sonst? Ich habe das Gefühl, irgendwie hier wird es leiser. Warte mal, ist hier irgendwas? Hallo? Hier. Lia, was sperrst du mich denn hier ein? Nein, das ist... Das kommt von hier vorne irgendwo. Spaghetti, bist du das? Nee, oder? Nee, Spaghetti ist es auch nicht. Ich weiß nicht. Kommt das von Aiden? Hä? Aiden hat ein neues Haus. Was ist denn aus dem Alten geworden? Junge, der wohnt in der ganzen Schlammburg jetzt. Was ist das denn? Guck dir das mal an, hä? Das ist ja gigantisch. Was hat der hier für eine fette Burg? Ja, ich höre es wieder. Da ist das Geschrei. Das kommt von hier irgendwie. Das ist lauter geworden. Ist das Aiden? Was ist denn da? Siehst du? Ist das ein Baby? Woher hat Aiden denn ein Baby? Ja, da sitzt ein Baby in Aidens Burg. Was macht denn hier ein Baby? Hä? Ich weiß nicht, Lia, dass das Baby schreit. Komm, wir brechen ein. Komm jetzt, Easy. Was, wir können doch erstmal klingeln. Aiden, lass doch erstmal kurz klingeln. Aiden, bist du... Okay, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Es ist noch ganz schön früh am Morgen. Wenn er vom Babylärm nicht aufwacht, dann auch sicher nicht von der Klingel. Ja, okay, dann brechen wir ein. Ab sofort neu im Easy-Maus.shop. Handyhülle, kuscheliger Schlafanzug, praktische Trinkflasche und vieles mehr. Alles gibt's in vier super schönen Designs. Die ersten 1000 Bestellungen erhalten außerdem eine handsignierte Autogrammkarte. Aber Lia, wie sollen wir denn da reinkommen? Wir müssen doch irgendwie... Oh Gott, hier ist ja ganz viel Matsche. Wir müssen irgendwie in die Burg kommen. Aber wie? Warte mal. Hier geht's nirgends rein. Lia? Hä? Ach, da bist du! Lol. Hier. Ach so, okay. Warte, ich bin da. Nur wo ist Aiden? Hä? Ist doch das Fenster auf? Da ist er ja. Da schläft Aiden. Wieso schläft er denn noch um die Zeit? Das Baby schreit die ganze Zeit. Aiden, steh auf! Wo kommt denn das Baby her? Ja, Aiden, echt mal. Wach mal auf hier. Du kannst nicht schlafen, wenn hier ein Baby schreit richtig laut. Du musst auch schon aufstehen. Oh, er ist aufgestanden. Was ist hier los? Ja, Easy, was macht ihr in meinem Schlafzimmer? Aiden, du hast auf einer Couch gepennt in einem Wohnzimmer. Das ist nicht mal ein Schlafzimmer. Wovon redest du? Ach, dann musst du wirklich aufstehen, denn wie du hörst, ist da irgendwie ein Baby, was schreit. Oh, das Baby. Hab's gar nicht gehört. Nee, du hast gepennt, das haben wir schon mitbekommen. Aber Lia und ich, wir sind davon aufgewacht. Ja, alles cool. Ja, könntest du dich denn vielleicht mal drum kümmern gehen? Oder ich weiß nicht so genau. Vielleicht willst du ein Fläschchen haben oder sowas. Das ist mein kleiner Bruder. Meine Familie ist im Urlaub und ich soll auf ihn aufpassen. Okay, alles klar. Du sollst auf ein Baby aufpassen? Aiden, ich bin sicher, du könntest Hilfe dabei gebrauchen. Meinst du nicht auch? Ja, wahrscheinlich schon. Sollen Lia und ich dir nicht einfach helfen mit dem Baby? Ich meine, du hast es die ganze Nacht schreien lassen. Ach, das passt schon, Lia. Ich kann allein auf meinen Bruder aufpassen. Boah, ich weiß ja nicht, Aiden. Ihr findet die Tür. Okay, wir finden die Tür. Alles klar, gut. Dann, danke, Aiden. Viel Spaß mit deinem Baby. Oh mein Gott, ey. Lia, was machen wir denn jetzt mit ihm? Ich weiß nicht, das Baby ist immer noch da alleine am Schreien. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich gut darum kümmern kann, Lia. Das Ende. Okay, er ist beim Baby. Lia, was wollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht, Easy. Kann Aiden allein auf das Baby aufpassen? Keine Ahnung. Ich meine, es sieht so aus, als wenn er sich zumindest ein bisschen Mühe gibt. Der hat ihm Fläschchen gemacht. Naja, wir können nichts machen, wenn es sein Bruder ist. Ah, da hast du wohl recht. Wir können uns da nicht einmischen, ne? Wir müssen wohl darauf vertrauen, dass er es im Griff hat.
Okay, alles klar. Gut, ich gehe dann jetzt nach Hause und höre Musik. Bis später, Izzy. Okay, bis später, Lia. Wir sehen uns. Oh Mann, ich weiß nicht. Also einerseits will ich ja darauf vertrauen, dass Aiden das mit dem Baby im Griff hat, aber andererseits, Spaghetti, ich meine, wir reden hier immer noch von Aiden. Kann der wirklich sich um ein Baby kümmern? Izzy, Lia und Aiden erleben ein neues Abenteuer. Dieses Mal geht es für uns in eine geheimnisvolle Höhle. Doch kommen wir da auch wieder heil raus? Easy Cheesy und die Höhle der Geheimnisse. Ab 18.10. überall, wo es Bücher gibt und schon jetzt vorbestellbar. Link in der Videobeschreibung. Okay, Schinken, dann wird's Zeit für dein Frühstück. Eine leckere Karotte. Ich komm schon. Hä? Was ist denn da los? Leute, das kommt aus... Oh nein, 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 was ist da los? Das kommt aus Aidensburg. Oh, warte mal, wir können hier rauf. Ich höre doch, dass hier irgendwas... Das brennt ja! Oh mein Gott. Nein, 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 Aiden und das Baby. Was machen die hier? Das ist ein Monsterparcours. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 hier ist überall Lava, das geht doch nicht. Lia, Aiden hat... Oh, ich muss zu Lia, ich muss ihr Bescheid geben. Lia, 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 Lia. Oh mein Gott. Lia, wo bist du? Ah, Aiden hat eine Monster-Truck-Rally aufgebaut mit Feuer und Lava und irgendwelchen brennenden Reifen und das Baby ist da. Du musst ganz schnell mitkommen. Komm mit, Lia. Lia, wir müssen ihn aufhalten. Hier musst du rauf und da ist ein Riesenparcours und der ist richtig schlimm und richtig brennend und... Warte mal. Hä? Das sah doch gerade noch ganz anders aus. Das Baby ist einfach am Baden. Wo ist der gefährliche Parcours, von dem du erzählt hast? Honestly, er war... Das sind doch noch die Autos, Lia. Der war hier, das hat alles gebrannt. Auf einmal sind hier so kleine Bäume und wo sind die Hunde hin? Easy, das ist doch babysicher. Nichts daran ist gefährlich. Ja, aber das war gerade noch ganz anders, oder Freund? Ihr habt es auch gesehen. Das war hier doch... Also, ich habe doch die Lava gesehen, oder? Ich habe doch gesagt, du musst Aiden einfach mal vertrauen. Er macht das schon. Boah, ich weiß nicht, aber vielleicht hast du recht. Wir sehen uns später. Okay, Lia. Ich glaube, ich habe mir das alles nur eingebildet, oder? Ich meine, das sieht ja ziemlich sicher aus mit dem Baby und dem Entchen da. Und Aiden ist am Fahren. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich sogar eine Hüpfburg. Ich glaube, ich habe mir das Ganze nur eingebildet, wahrscheinlich. Oh mein Gott, die funktioniert. Wie cool ist das denn? Okay, ich will gar nicht stören. Am besten, ich gehe einfach wieder zurück nach Hause und entspanne mich ein bisschen. Okay, Schinken, dann wird's jetzt Zeit für dein Frühstück. Bitteschön. Oh mein Gott. Oh oh. Oh oh. Was ist denn jetzt schon wieder los? Die war doch gerade noch... Ich habe doch... Oh nein. Nein, 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 nein. Ich muss sie anrufen. Ich muss sie anrufen. Ich muss sie anrufen. Schnell zum Telefon. Lia, 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 bist du da? Eben war bei Aiden eine Explosion aus TNT und das Baby und du musst, komm, wir treffen uns einfach bei Aiden. Oh mein Gott, ich muss schauen gehen. Ich muss schauen gehen, ich muss schauen gehen. Schinken, siehst du das da draußen? Hast du das auch gesehen? Das, die halbe Burg ist am Explodieren. Was hat Aiden denn jetzt schon wieder gemacht? Wann kommt sie denn? Leute, es brennt hier schon, ich weiß nicht. Oh, da ist sie. Lia, oh mein Gott. Du musst mitkommen, wir, warte mal. Ich hoffe, ich bin dieses Mal nicht umsonst gekommen. Ich habe mir gerade Badewasser eingelassen. Es ist nicht umsonst, Lia. Siehst du, die Burg brennt. Es brennt. Da ist eindeutig was nicht in Ordnung. Wir müssen, glaube ich, hier einfach rüber und mal gucken gehen. Ich traue mich gar nicht nachzusehen, was die beiden... Die schießen! Die schießen aufeinander! Lia, die... Oh mein Gott, die beschießen sich! Das sind Giftpfeile, Lia. Das sind Giftpfeile. Ey, hör auf das Baby zu schießen. Das kannst du nicht einfach... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lia, siehst du, was hier los ist? Wir müssen irgendwas dagegen tun. Easy, das ist doch nur eine Babyspielzeugpistole. Wirklich? Die machen sich nicht mal Damage. Okay. Oh Mann, ich hoffe, mein Wasser ist noch warm. Okay, ich dachte aber, das wäre... Aber die TNT-Explosion, die können ja nicht von der Spielzeugpistole... Leute, das kann nicht sein. Das kann... Nein, also es kann... Nein, es brennt doch hier sogar. Hier stimmt irgendwas gewaltig nicht. Ich werde es im Blick behalten. Wisst ihr was? Ich werde Aiden jetzt einfach hinterher spionieren. Egal, was er vorhat, ich werde es rausfinden. Da ist gerade ein Motor angegangen. Oh mein Gott, Aiden! Hä? Da ist das Baby? Das ist ins Auto gestiegen. Warte mal, die fahren irgendwo hin. Nein, ich muss hinterher! Was machen die da?
Aiden fährt an den Strand mit dem Auto? Das ist doch gar nicht erlaubt. Hier ist doch ein Parkplatz. Man muss doch hier parken. Oh nein, wo ist er hin? Nicht, dass er das Auto ins Wasser fährt und dann, oh mein Gott. Freunde, sind das da gerade Krokodile? No way, no way, no way. Komm, kleiner Bruder, ab ins Wasser mit dir. Leute, der hat... Nein, 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 der hat da Krokodile. Es ist Zeit zu baden. Ich hole mir so lange mal ein Eis. Aiden, du kannst das Baby nicht mit Krokodilen baden lassen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen irgendwas machen. Nein, 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 nein. Der holt sich jetzt einfach ein Eis. Oh, nein, okay, warte, ich lenk die Krokodile ab. Hier oben bin ich. Ich schmecke ganz, ganz köstlich. Nein, da ist ein Krokodil bei dem Baby. Oh mein Gott, das frisst es gleich. Oh, Lia! Lia, du bist gerade rechtzeitig. Guck mal, da sind Krokodile bei dem Baby. Aiden, du lässt das Baby mit Krokodilen schwimmen? Oh mein Gott, ja, hat er. Ah, oh, mach sie weg, mach sie weg, mach sie weg. Du, oh mein Gott, sie hat eins, okay, das andere. Das Baby überlebt, glaube ich. Aiden füttert die auch noch. Was macht er da? Der füttert die mit einem Muffin. Ist der wahnsinnig geworden? Oh mein Gott, oh, oh nein, warte. Geht's dem Baby gut? Ich glaube, das Baby ertrinkt gerade. Raus aus dem Wasser mit dir. Das kann doch noch nicht mal schwimmen. Oh mein Gott. Okay, es lebt, es lebt, es lebt, es lebt. Aidens kleiner Bruder lebt. Was zur Hölle? Bist du des Wahnsinns? Na, warte! Oh mein Gott. Junge Lia! Nein, aber der hat's wirklich verdient, Leute. Er hat's wirklich verdient. Oh Mann, ey. Okay, immerhin geht's dem kleinen Baby jetzt wieder gut. Freunde, an der Stelle nochmal, schaut unbedingt im Easy Mouse Shop vorbei. Da gibt es nämlich ab sofort sehr, sehr coole neue Produkte. Und ich hoffe, dass euch da einige Sachen gefallen. Wir haben zum Beispiel Bettwäsche, Schlafanzüge und neue Thermostassen und Kissenbezüge. Also gerne mal reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst auch ein Abo da. Bis dahin euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.